Carsten Beck in GSW hat sich hier zum wiederholten Mal jetzt gezeigt. Was hat das mit sich aus? Sie hat angekündigt, bald kommen sie hier nach Kirch. Aber jetzt sehen wir es aber diesmal. Wir müssen mal abwarten, was da kommt. Eins kann ich dir versprechen, wir steuern jetzt auf den Main Event zu dieser Ausgabe von German Stampede Wrestling Courage. Es ist Max, der eine Chance hat, zwar nicht Gold zu gewinnen, aber eine Chance bekommt, sich hier gegen den aktuell Besten zu beweisen. Und der aktuell Beste ist der World Heavyweight Champion. Und hier hören wir diese genussvolle Musik des World Heavyweight Champions. Wir sehen, die Tremendables sind natürlich nicht weit, wo Emi Satoshi ist. Ja, was war das für ein großer Moment, als wir die Erstausgabe der Tremendous Times hier miterleben durften bei Courage in unserer vorangegangenen Ausgabe. Wie sich da die drei Herren, die Tremendables, auf ihren schön bestickten Kisten räkelten und Emil Satoshi sich dann mal selbst interviewt hat. Da können wir ja kaum erwarten, die nächste Ausgabe der Tremendous Times zu sehen. Aber was die In-Ring-Action angeht, können wir auch davon ausgehen, jetzt hier etwas ganz Tremendous erleben zu dürfen, wenn der GSW Champion loslegt. Sein erstes Match als GSW Champion seit dem Sieg gegen Steve Corino. Ein unglaubliches Duell in der 8. Ausgabe von Courage. Wer das nicht gesehen hat, sollte es dringend nachholen. Die Ausgabe ja weiterhin auf Abruf jederzeit zu sehen unter mikevideo.de hier auf unserer Plattform, wo wir mit Courage immer zu sehen sind. Dann natürlich auch alle weiteren Ausgaben von Courage im Archiv. Also auch viel Spaß und gute Unterhaltung damit. Und jetzt ist Zeit für unser Main Event. Non-Title, wie gesagt, der Champion ist hier nicht vertraglich verpflichtet, den Titel aufs Spiel zu setzen. Und wie wir Satoshi kennen, hat er das natürlich auch nicht freiwillig getan. Aber sein Gegner, einer, den wir ganz stark im Auge behalten sollten für 2011, nämlich Mix aus Österreich, aus Graz, um genau zu sein. In der Tat, Max ja auch in der letzten Ausgabe von Courage mit einem Sieg gegen einen uns bisher unbekannten Mann. Das war jemand aus Bosnien, der richtig Feuer gezeigt hat, aber dann letztendlich doch von Max in die Schranken verwiesen wurde. Aber jetzt hat natürlich Max einen Gegner, den kennt hier jeder und den mag hier allerdings auch nicht jeder. Tremendous Emil Satoshi. Wie gesagt, das Ganze geht natürlich hier nicht um den GSW-Titel. Wir wissen auch noch nicht, wer der neue Nummer 1 Herausforderer ist. Schöner Escape von Max. Ja, aber der Elbow von Satoshi kommt hier genau im richtigen Moment, um die Offensive von Max wieder zu unterbinden, der jetzt hier im Headlock steckt. Kann hier in den Top Wristlock entwickeln. In der Tat zwingt Satoshi jetzt hier nach unten. So scheint es mir. Schafft er das mit seinen Kraftreserven? Muss er das eigentlich schaffen können. Aber Emil Satoshi natürlich auch ein perfekt definierter Athlet mit einer ungeheuren Kraft und einer Körperbeherrschung. Und genau die nutzt er jetzt hier, um Max mal zu zeigen, wer der Champion im Ring ist. Ja, und Satoshi, wie gesagt, du hast es richtig angesprochen, der erste Kampf als World Heavyweight Champion. Und wir sehen, wie das Satoshi verändert hat. Schon immer war er selbstverliebt. Aber es scheint mir fast so, als wäre hier der Kreis geschlossen worden. Und er ist jetzt ganz bei sich angekommen. Ganz bei sich im Tremendous. In der Tremendous-Welt. Da, wo er der König ist über das Geschehen bei German Stampede Wrestling. Aber Max mit kraftvollen Aktionen, die wirken ab und an mal unkoordiniert, aber jetzt ist hier alles perfekt. Die Clothesline schicken Emil Satoshi auf den Boden
Der Dropkick da aus dem Stand gesprungen, aussehbar hinterhergesetzt. Das läuft jetzt auch hier wie ein Uhrwerk. Und schau mal wieder hier, Emil Itochi aus dem Ring befördert hat. Unfassbar. Ja, da hat Max seinen Kraftvorteil ausgenutzt und gehörig mit dem World Champion aufgeräumt. Draußen wird Emil Itochi natürlich jetzt angezählt von dem Ringrichter Tassilo Jung, der das Match hier leitet. Hat allerdings noch Zeit, in den Ring zurückzukehren. Aber der möchte das auf seine Weise machen und mit Sicherheit dann nicht von Max unsanft empfangen werden. Ja. Klatschende Ohrfeige vom Champion, der jetzt in den Ring wieder zurückgeht und mit dem Elbow Drop hier abräumt. Das war ganz geschickt gemacht von Emil Itochi. Da wurde in der Tat hier Max in dem Moment vorgeführt vom GSW Champion. Und ich höre ein paar Fans klatschen. Also Emil Itochi von einigen vielleicht jungen oder mittelalterlichen Hausfrauen. Vielleicht auch, ich weiß es nicht. Mittelalterliche Hausfrauen. Ja, Christian Roth. Ja, wer Publikum. Nein, also daran besteht kein Zweifel. Ich mag Itochi, aber unsere weiblichen Zuschauer hier mal. Itochi am Drücker, aber Max wieder einmal mit dem Kraftvorteil. Aber schaut euch mal diese Eleganz an von Itochi, der hier mit dem Crossbody gerade noch Max erwischen kann. Habe ja schon Angst, dass die Damen mich im Marburg nicht ermögen könnten. Nein, also, Emil Itochi gibt das Kommando an und schon mal einen Dropkick haben wir vorhin schon mal gesehen. Da ist Max bis ganz in die Höhe gesprungen, aber diesen Dropkick hat er da gerade anders platziert, um Max erstmal zu Fall zu bringen, dann den Ellbogen da hinterher zu setzen. Ich kann auch da deine Worte nur noch mal bestätigen. Emil Itochi konzentrierter denn je, wie er hier im Ring vor sich geht. Und jetzt Bodyshot von Emil Itochi. Bleibt hier gezielt hinter ihm, schädigt ihn hier sukzessive und jetzt der Griff in die Augen, ganz billig von Itochi. Ja, wir haben hier einen World Champion, auf den wir wirklich nicht stolz sein können. Das will ich hier ganz offen so ansprechen. Diese Taktiken, das ist nicht das, was ich mir vom Repräsentanten einer Promotion erhoffe. Das ist nicht das, was ich mir von einem World Heavyweight Champion erhoffe. Krachende Clothesline. Ich denke, die Worte kannst du gerne aussprechen, die werden Emil Itochi vollkommen egal sein. Weißt du, das Problem ist doch, schau dir Itochi an, das ist ein Top-Athlet. Und ich weiß, wozu dieser Mann fähig ist. Wäre er doch nicht ein solcher Ungustel, dann könnten wir hier ganz andere Kämpfe im Main Event erleben. Emil Itochi, du machst GSW nicht stolz. Aber er macht immerhin einen Mann stolz. Corvus. Einen halben Mann macht er stolz. Einen halben Mann macht er stolz. Der wird vielleicht vor Glück nachher wieder kreischen, wenn es soweit kommen sollte und Emil Itochi das Ding heute gewinnt. Und wieder diese harten Ellbogenstöße in den Abdominalbereich. Ein Faustschlag direkt noch hinterher. Ja, jetzt wird hier Max tatsächlich vorgeführt von Emil Itochi. Das sind natürlich keine schönen Szenen, die wir hier sehen. Er kontrolliert. Max hat die Beine um den Körper von Max geklammert und schlägt dann da in die Seite mit der geschlossenen Faust. Da macht er uns wirklich nicht stolz. Ja, schön. Cover von Itochi, aber Max kann das sofort wegdrücken. Und jetzt muss er auch von hier, muss er auch in sich gehen und die Kraft finden, um sich noch einmal gegen den Champion zu erwehren. Stepman Driver jetzt. Zumindest der Versuch, das ist natürlich eine ganz gefährliche Waffe, die Emil Itochi ganz überraschend anbringen kann, aber Max, der weiß dann noch zu helfen. Weggeschubst. Ja. Back Elbow von Max, noch einmal. Und das jetzt mal dringend notwendig von Max, hier bringt das Tempo zurück ins Match und das erfreut auch die Fans. Da geht doch noch was. So viel steht ja auf dem Spiel, auch für den jungen Österreicher. Sich zu beweisen, das muss hier ganz oben auf seiner Prioritätenliste stehen. Und wie kann man sich besser beweisen als gegen den amtierenden Champion, den er jetzt hier umspielt. Mächtiger Spear-Tackle.
Mächtiger Spear-Tackle von Max. Da war eine große Chance, muss ich sagen. Ich hatte schon gedacht, Sitochi muss sich hier geschlagen geben. Ja, der Ringrichter wirft auch noch ein Auge, was die Kameraden, die Diener, die Helfer von Emil Sitochi da draußen machen wollen. Aber jetzt sind sie in der anderen Ringecke und Max hat freie Bahn. Das wäre eine Riesensache hier. Aber Emil Sitochi kickt aus. Ja, Max hat jetzt hier ein, zwei Aktionen gezeigt, die durchblicken lassen, was für ein rohes Talent in diesem Mann steckt. Pump-Handle-Ansatz jetzt von Max. Aber Sitochi landet auch wieder auf den eigenen Beinen und zeigt den Side-Rush und Leg-Sweep hinterher und hat sich da jetzt Max perfekt platziert für den Split-Leg-Moonsault. Was für eine schöne Aktion von diesem Mann. Doch sie führt nicht zum Erfolg. Max ist nicht bereit, das Match hier abzugeben zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht ist der GSW-Aufsteiger Rookie des Jahres 2010 nicht unten zu halten. Jetzt wird er aufgeladen, vielleicht zum Brokeback Mountain. Das könnte das Ziel sein von Sitochi. Aber hat er Probleme, Max zu kontrollieren, diesen gewaltigen Mann. Rockback Mountain, nein, Max bleibt stehen. DDT von Max, und da hat er sich in höchster Not noch einmal befreien können. Ein verheerender DDT sogar, und da sind auch die Tremendables draußen bereit, helfend einzugreifen für Emil Sitochi, aber es war im Endeffekt noch nicht nötig, noch nicht nötig. Und schau dir das mal an, Gorilla Press, da wird Emil Sitochi in die Luft gehoben, denn halb weg in der Waggonhalle und jetzt gecovert. Ja, unfassbar, da liegt heute was in der Luft. Das werden morgen in der Wrestling-Welt die großen Schlagzeilen, wenn der junge Max aus Österreich hier den amtierenden GFB-Champion Emil Sitochi schultern könnte. Ja, das wäre wirklich eine große Sensation. Und jetzt hat er ihn hier zum Swinging Side Slam. Toshi bleibt stehen. Snap Bear Driver gegen Max. Und da ist das Ding unglaublich, wie er den Schädel da von Max in den Ringboden gerammt hat. Und das ist nun auch die Entscheidung. Ladies and gentlemen, here is your winner, the GSW World Heavyweight Champion. So, und wir wissen, Max hat sich zwar ordentlich geschlagen gegen Emil Sitochi, aber da muss wohl noch was Größeres kommen. Ein anderes Kaliber muss her, um Emil Sitochi in Probleme zu bringen. Ansonsten werden wir das GSW Gold noch lange über der Schulter von Emil Sitochi sehen können. Und das gefällt zumindest mal Corbus und dem Austrian Wolverine. Eine Ära des Glitters, die ihr begonnen haben könnt im GSW-Ring. Wenn der Mann auftritt, dann funkelt ihr hinterher alles. Ein bisschen ins Schwitzen ist er geraten, aber im Endeffekt hat er das Ding kontrolliert. Hey, I told you so. I cannot be beat ever. But as for you, buddy, you are a snotty, little, I said little, brat. But you did go to limit with me until I spiked your head to the mat. That's okay. You did show me an effort. You hung in there with the champ. And for that, I'd like to say, good job. Give him a hand. And you know what? You see this man right here? This is the Austrian Wolverine, Chris Cola. And I can take anybody on when they're facing me. But as a champ, I also have to have somebody watch my back. This man was lost. He was trained by Michael Kovac. He was resting here and there. Got some small victories. But then he hooked up with a tremendous one. And now he's a star. He's feared. He's carrying a tag team, and no one will touch this man.
He is destined for great things. And my friend, so could you be. If you want to join my little group, if you want to join the army of tremendosity, following the path that is led by Glitter, hook your wagon up to this shooting star, and my friend, you will reach great heights. I could use another enforcer like this man. So Max, buddy, what do you say? No! No! Max, als neuer Mann bei den Tremendables, kann er denn da Nein sagen? Max. Back it up, Max. But no fans. Yeah. Max lehnt ab, Max. Oh! Das empfindet Emil Sitochi als Schlag ins Gesicht, dass Max hier dieses Angebot abgelehnt hat. Und entsprechend gibt es da jetzt auch eine Abreibung hinterher. Mit dem Original Spinning Pile Driver. Ja, Freunde, ich wünschte, wir könnten euch schönere Bilder zeigen zum Abschluss von Courage. Aber immer noch ist Emil Sitochi hier an der Kontrolle. Hey, my friend. It was an offer, but it was not a question. When I make you an offer, you don't and you cannot ever refuse. Liebe GSW-Fans hier auf bei video.de, und das ist der letzte Eindruck, den wir euch hier bei Courage hinterlassen können. Emil Sitochi hat Max, lässt ihn hier zurück im Ring. Und wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Courage auf myvideo.de.